Gerade ist das Apple-Event vorbei gewesen. Es gibt jetzt die neuen iPad Pros und auch die neuen iPad Airs. Ich möchte im heutigen Video ein bisschen darüber sprechen, denn die haben sogar announced, dass es jetzt sogar eine Final Cut Pro 2 Version und Logic Pro 2 Version gibt. Also erstmal ganz vorweg, es wird jetzt ein iPad Pro mit 13 Zoll, also nicht 12,9, sondern 13 Zoll geben und ein iPad Pro mit 11 Zoll. Es gibt einige Updates, die gemacht wurden. Einmal das Super XDR Retina Display, das muss man dann wirklich sehen, wie gut das wirklich ist und wie viel das besser ist. Und dann natürlich, und das ist der größte Jump, wir werden direkt von M2 zu M4 wechseln. Das fand ich super interessant zu sehen, dass sie diesen Schritt gleich gehen. Gleichzeitig in der Vergangenheit habe ich ein paar Mal gehört, dass zum Beispiel Leute, die ein M2 iPad Pro hatten und DaVinci verwendet haben, öfters Probleme hatten. Ich kann das leider nicht bestätigen, weil ich selber kein M2 habe. Ich verwende nach wie vor ein 11-inch M1 iPad Pro von 2021, wo ich alle meine Videos mache. Und was da zum Beispiel richtig krass ist, alles, was ich jetzt hier aufgebaut habe auf diesem YouTube-Kanal mit DaVinci Resolve in Englisch und in Deutsch, ist an dem iPad mit DaVinci Resolve editiert worden. Eine Sache habe ich komplett vergessen, und zwar über die Geschwindigkeit zu sprechen. Die sagen in der Präsentation, dass das iPad Pro mit M4 50% schneller ist als M2. Das muss man wirklich in Action sehen, vor allem auch bei DaVinci Resolve und Final Cut Pro, bei den Renderzeiten und dem Ganzen, wie das wirklich davon also quasi abschneidet. Da gibt es noch viel mehr, über was die reden. Die reden vor allem auch über den Vergleich zu einem Laptop. Wenn du einen Laptop hast, angeschlossen, dann braucht der M4 nur ein Viertel der Leistung, also quasi Strom, was reinfließt, um die gleiche Leistung zu erzeugen. Das ist mega genial, das ist Apple Silicon. Aber ja, machen wir mit dem Video weiter. Das nächste, was vorgestellt wurde, ist ein komplett neuer Apple Pencil, und zwar Apple Pencil Pro. Was der jetzt noch neu hat, ist ein paar Sensoren sind jetzt noch mit drin. Erstens kannst du einfach hier tappen, um ein Menü zu öffnen. Zweitens kannst du es drehen, um dann zum Beispiel deine Figuren, Shapes, Stifte, Pencil zu verändern, ohne überhaupt auf dem Touch-Display drauf rumzuarbeiten. Also das klingt super interessant. Und ein Haptic Feedback Loop. Also hier oben drin ist irgend so ein Sensor. Wenn du was tust, dann spürst du das mit Tick-Tick. Wirst du spüren, ich vermute mal, wie dieses Haptic, wenn man am iPhone und am iPad rum swiped. Super interessant. Preispunkt gleich wie der alte Apple Pencil. $129 habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was ein Euro nachher kosten wird. Was sie auch noch announced haben, es wird auf jeden Fall vom iPad Air zwei Modelle geben, einmal 11 und 13 Zoll. Und es gibt neue Updates zu Final Cut Pro, was ich super interessant fand, und Logic Pro. Und bei beiden haben sie gesagt, es wird Final Cut Pro 2 geben und Logic Pro 2 geben. Da bin ich erstmal skeptisch. Ich habe gleich mal in den App Store reingeguckt, habe bisher noch nichts gesehen. Warum bin ich skeptisch? Weil in der Vergangenheit haben Firmen Folgendes gemacht. Sie haben einfach dann eine neue Software rausgebracht unter Name 2 und es war eine komplett neue App. Kann ich mir hier aber nicht vorstellen, weil wir ja Subscription Model haben und genau deswegen zahlen wir ja, dass wir große Updates bekommen. Aber von den großen Updates habe ich in dem Video, in der Präsentation nicht viel gesehen. Was sie vorgestellt haben, es wird eine komplett neue App geben, Final Cut Pro Camera App. Da muss ich erstmal schmunzeln, weil das ist ja ähnlich wie die Blackmagic Camera App. Und zwar eine App, wo du nun endlich alle Einstellungen ändern kannst. Aber sie haben ein Feature gezeigt, was wohl in der neuen Final Cut Pro 2 Version fürs iPad mit drin sein soll. Und zwar Multicam Editing, und zwar live Multicam Editing. So, was heißt es? Du kannst auf einem Shoot mit deinem iPhone, mit deinem iPad, mit dieser Final Cut Pro Camera App aufnehmen. Vier Kameras gleichzeitig, und an einem iPad, quasi der Director, kann dann sofort hin und her switchen, gucken und Einstellungen machen. Das muss man dann wirklich in Action sehen, weil die Videos, die danach gezeigt wurden in Final Cut Pro, waren genau gleich wie die Funktion, die wir jetzt aktuell schon haben. Also ich bin gespannt, das dann einfach mal in Action zu sehen, wie gut es dann ist. Kommt natürlich auch hier in unsere Final Cut Pro iPad Masterclass mit rein, diese neuen Funktionen. Sonst haben sie nicht viel gesprochen über die neuen Funktionen, dass man natürlich geniale HDR-Videos editieren kann. Dafür ist natürlich Final Cut Pro auch bekannt, dass es das kann, vor allem seamlessly. Was heißt das? Du kannst mit deinem iPhone HDR-Videos machen, die reinbringen in Final Cut Pro, kannst sogar Cinematic Mode Videos bearbeiten. Das ist alles möglich. Das war auch vorher schon möglich und ist jetzt mit M4 natürlich noch besser. Aber sonst habe ich nichts gesehen an den neuen Funktionen, dass man es zum Beispiel vergleichen könnte mit DaVinci Resolve auf dem iPad, weil DaVinci Resolve und Final Cut Pro sind aktuell nicht wirklich vergleichbar. DaVinci Resolve ist nach wie vor die bessere, die mehr professionellere Software, mit der du quasi wie in Hollywood fast alles tun kannst, und Final Cut Pro
Ja, gibt es viele Sachen. Also man kann vieles tun mittlerweile. Viele Updates kamen. Aber ja, ich werde oft gefragt, mit was soll ich jetzt denn starten? Und ich kann auch nicht pauschal sagen, dass du mit DaVinci Resolve starten sollst, weil DaVinci Resolve sehr komplex ist. Wenn die Leute mich fragen, dann sage ich Folgendes: Hängt davon ab, was du machst. Bist du ein Beginner, der wirklich nur einfache Edits machen muss, dann ist Final Cut Pro sogar die bessere App. Warum? Weil Final Cut Pro komplett designt ist, alles nur mit dem Touch zu machen. Während DaVinci, und ja, übrigens, mit dem neuen Pencil, dann wird das wahrscheinlich noch besser sein. Und DaVinci Resolve ist, ganz ehrlich, es ist die Kopie wie am Desktop. Also sie haben nicht viel verändert, es gibt natürlich Buttons für Touch und so weiter, aber primär ist es die gleiche Software. Und das ist sowohl gut und Vorteil als auch Nachteil. Vorteil, seamlessly, von Anfang an, auf SSD kopieren, Projekte am Desktop arbeiten und dann wieder rüberbringen. Davon haben sie gar nicht gesprochen bei Final Cut Pro. Also noch weiß ich nicht, ob wir Projekte wirklich hin und her switchen können, weil das geht aktuell nicht. Und bei DaVinci Resolve ist aber so, am besten hast du wirklich auch ein Keyboard, damit du Shortcuts verwenden kannst und den Apple Pencil, um das Beste aus der Software rauszunehmen. Aber die Software wird auch sehr komplex. Das heißt, es kommt wirklich davon ab, was du machen möchtest. Möchtest du komplexe Sachen machen und zum Beispiel Color Grading wie in Hollywood, dann DaVinci Resolve, keine Frage, da ist Final Cut Pro gar nicht, kommt überhaupt nicht ran. Aber für die einfachen Sachen, deine TikTok-Videos, für dein Business, dann ist Final Cut Pro auch durchaus gut. So, was haben Sie noch vorgestellt? Logic Pro wird es auch ein zweites geben. Da haben Sie auch zwei Funktionen gezeigt. Da muss man auch nochmal gucken, wie viel sich wirklich geupdatet hat. Wie gesagt, ich kann es aktuell im App Store noch nicht holen. Und es wird fürs iPad Air auch nochmal zwei Modelle geben, iPad 11 und 13 Zoll. Was man durchaus überlegen kann, weil der Preispunkt natürlich günstiger ist. Und wie gesagt, ich editiere nach wie vor mal in meinem M1 und habe ein komplettes Business drumherum gebaut. Die DaVinci-Kurse, alle Videos hier auf dem YouTube-Kanal sind an dem iPad hier gemacht. Und ich bin ehrlich, ich bin am Überlegen, abzugraden und mir ein neues zu holen. Einmal aus dem Aspekt, dass ich gerne 13 Zoll hätte, weil ich hier ja nur den 11 Zoller habe. Aber für die Videos, die ich gemacht habe, war der 11 Zoller auch voll okay. Man darf nämlich nicht vergessen, dass natürlich 13 Zoll auch schwerer ist. Da kommt aber jetzt, dass das neue iPad natürlich viel leichter sein soll, wie das, was wir bisher hatten. Also das muss man auch wieder in Action sehen, wie viel wirklich leichter ist es. Aber Bonuspunkt, auch das neue Magic Keyboard soll leichter sein. Das heißt, die Kombination aus beiden könnte ein leichteres, ja, Experience sein. Das muss man dann auf jeden Fall gucken. Wo für mich der biggest Upgrade sein würde, wenn ich es mir hole, ist der neue Apple Pencil. Weil ich glaube, schon mit M2 wurden ein paar coole Features, zum Beispiel mit dem Hover hinzugefügt. Und dann jetzt mit dem ganzen Drehen, das könnte wirklich Game Changer sein, wenn dann zum Beispiel auch Blackmagic auf das zurückgreift in DaVinci Resolve. Das wäre natürlich genial. Ich glaube nicht, dass sofort ein Update kommen würde, aber vielleicht machen sie das irgendwann, dass du das nutzen kannst. Das wäre natürlich krass. Aber so Software wie zum Beispiel Procreate, der CEO von Procreate hat das gleich vorgestellt, wie sie das Ganze alles schon integriert haben. Du hast jetzt da sogar Brushes, die du nehmen kannst, verschieben kannst. Mega, mega cool. So, das ist es. Also von mir. Da kommt nur noch eine Frage: Wirst du dir das neue iPad Pro holen? Wenn ja, welche Konfiguration? Holst du dir alles auf den neuen Apple Pencil und das neue Magic Keyboard oder was wirst du tun? Oder holst du dir einfach ein älteres Modell? Willst du starten und hast noch keines der M1-Reihe? Auch ein M1 kann sehr gut sein und dürfte jetzt natürlich vom Preis auch um einiges weiter unten sein. Oder die M2-Modelle. Oder holst du dir natürlich ein neues, aber das ist natürlich auch preisig. Sag mir in den Kommentaren Bescheid, was du denkst. Und ansonsten, wenn du sogar neu hier auf dem Kanal bist, hier geht es rund um DaVinci Resolve fürs iPad, Final Cut Pro fürs iPad. Wir haben für beides eine Masterclass. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin Daniel, mach's gut und ciao, ciao.